Moin, moin, liebe 5a. Die Aufgaben, die ihr heute rechnen sollt, sind ja ganz schön lang, ne? Ich habe hier mal als Beispiel die Aufgabe E hingeschrieben. Ja, die füllt die ganze Breite meines Blattes und da kommt ja auch wirklich alles vor. Also wir haben Klammern, wir haben Potenzen hier, 3 hoch 2, wir haben Punktrechnung, Strichrechnung, alles. Da darf man nicht die Übersicht verlieren und muss auch die Rechenregeln kennen. Die habe ich hier nochmal aufgeschrieben für euch. Also Punkt vor Strich kanntet ihr schon aus der Grundschule, ja, dass man erst Punktrechnung, dann Strichrechnung macht und wenn auch noch Potenzen vorkommen, dann gilt eben, dass die Potenz sogar noch Vorrang vor der Punktrechnung hat. Das wird hier zum Beispiel wichtig, ne? Hier haben wir ja eine Potenz, aber auch eine Punktrechnung. Und rechnet man jetzt erst 2 mal 3, das wäre 6, und die 6 dann hoch 2? Oder rechnet man erst 3 hoch 2 und das Ergebnis dann mal 2. Da kommt nicht das gleiche raus. Das ist nicht egal, wie rum man es macht. Und hier steht es eben, Potenz vor Punkt. Also man muss erst die Potenz ausrechnen. Also erst das. Da können wir schon einmal eine geschweifte Klammer setzen. Dann wissen wir, das muss zuerst. Okay, und hier haben wir sowas wie Punkt vor Strich, ne? Also hier sehen wir die Punktverrechnung. Die hätte also Vorrang. Wir dürfen nicht erst 4 plus 12 rechnen oder erst 4 minus 15. Das ging ja auch gar nicht, nur mit negativen Zahlen. Sondern man müsste erst dieses 15 mal 4 ausrechnen. Also auch da schon mal eine geschweifte Klammer. Gut, und dann noch hier. Klammern haben Vorrang. Also hier müssen wir wirklich erst 10 plus 3 rechnen, wegen der Klammer. Obwohl das hier ja eine Punktrechnung ist, ne? Und das nur eine Strichrechnung. Aber diese Regel hier, die ist stärker als die. Also die Klammer, die hat wirklich immer recht, auch wenn hier der Punkt sagt, aber ich will doch eigentlich zuerst. Nee, nee, die Klammer, die behält die Oberhand. Gut, jetzt haben wir hier schon drei geschweifte Klammern, dann machen wir uns mal an die Arbeit und rechnen die Aufgabe mal aus. Also immer schön untereinander, ne? Dann behält man die Übersicht. 3 hoch 2 ist ja 3 mal 3 ist also 9. Und den Rest schreibe ich wieder hin, den übertrage ich einfach aus der Zeile da drüber. Mal 4 minus. So, und jetzt 15 mal 4 ist 60 plus 12. Und jetzt die Klammer. Naja, 10 plus 3 ist 13. Das war leicht. Prima. Nächste Zeile. Gucken wir mal wieder. Eine Potenz haben wir nicht mehr. Aber Punkt vor Strich ist zum Beispiel hier ist eine Punktrechnung, die hat Vorrang. Und ja, du, die können wir noch nicht, weil wir noch nicht wissen, was aus der Klammer rauskommt. Ne? Also den Punkt können wir im Moment noch nicht bearbeiten. Aber hier, 12 mal 13 können wir machen. Ja, soll uns erstmal reichen. 2 mal 9 ist 18 plus 7. Klammer zu. Mal 4 konnten wir, wie gesagt, noch nichts machen. Minus 60 auch noch nicht. Aber jetzt 12 mal 13. 10 mal 13 ist 130, 2 mal 13 ist 26, macht zusammen 156. Da haben wir gerade wieder das Distributivgesetz angewendet. Habt ihr gemerkt? Wir haben die 12 zerlegt in eine 10 und eine 2. Distributivgesetz, hier, 156 kam raus. So, das sind wir ja schon einen ganzen Schritt weiter. Jetzt können wir mal die Klammer ausrechnen. 18 plus 7 ist nämlich 25. Achso, und manche denken, ja, dann rechne ich doch hier hinten auch schon mal was aus. Irgendwie 60 plus 156. Sieht irgendwie gut aus, ne? Also warum nicht? Aber darf man nicht. Vielleicht wisst ihr auch schon, warum man das nicht darf. Also wenn wir am Schluss nochmal sehen, gehe ich am Schluss nochmal drauf ein. Wir schreiben bitte einfach erstmal alles wieder hin. Also da ist jetzt wirklich nicht viel passiert in dieser Zeile. Nur das hier, ne? Nur 18 plus 7 ist 25. So, und jetzt sind wir schon fast am Ziel. Wieder zuerst die Punktrechnung hier. 25 mal 4 ist nämlich 100. Dann minus 60 plus 156. Und das können wir jetzt ausrechnen. 100 minus 60 wäre 40. Und 40 plus 156 ist 196. Fertig. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal darauf ein, warum man an dieser Stelle hier nicht 60 plus 156 rechnen durfte. Ich meine, das ist ja auch ein Strichzeichen. Also es ist ja nicht, dass das hier Vorrang hat vor dem, oder? Schauen wir uns das mal an. Wir nehmen mal ein extra Blatt, legen das hier an dieser Stelle mal drüber und rechnen mal so weiter und tun mal so, als hätten wir das gemacht. Also da hätten wir hier jetzt auch wieder die 25 rausgehabt. Mal 4. Und wir hätten das eben auch, das mache ich mal mit Rot, weil es falsch ist. Hier das ausgerechnet. Ne? Das wäre dann minus, ja, 60 plus 156 ist 216. Ja, gut, so hätten wir es gemacht. Und dann nächster Schritt, wieder erst die Punktrechnung. Das wäre 100
minus 216, ja, und da sieht ja schon, das geht gar nicht, ne? Also es geht schon, aber da kommt eine negative Zahl raus. Werdet ihr in der Klasse 7 lernen, kriegen jetzt vielleicht auch manche schon hin. 100 minus 216 wäre minus 116. Wenn man immer in Geld denkt, 100 Euro minus 216 Euro, da hat man Schulden, nämlich 116 Euro Schulden. Ne? Also, aber wie dem auch sei, das ist in jedem Fall falsch. Nicht, weil da was Negatives rauskommt, sondern weil das richtige Ergebnis ja das gewesen wäre. 196. Ne? Und das ist ja was anderes hier. Also ist das falsch. So, was ist denn daran falsch? Also, wir können ja nochmal hier gucken. Die Leute, die hier eine geschweifte Klammer gesetzt hätten, hätten eben 60 plus 156 gerechnet. Das ist ja, als hätten sie hier 60 plus 156 gerechnet in der letzten Zeile, ne? Also, die hätten nicht gerechnet, 100 minus 60 ist gleich 40. Und dann die 40 plus die 156, da käme dann nämlich das richtige Ergebnis raus, sondern die hätten zuerst das hier gerechnet, ne? Nämlich hier, das ist die geschweifte Klammer. Hier kommt 216 raus und hier eben auch 216. Die hätten also gerechnet 100 minus 216. Und das, wie gesagt, wäre minus 116 und falsch. Ja, woher weiß ich denn, dass ich zuerst das rechnen muss und nicht zuerst das? Hier ist ja keine Punktrechnung, keine Strichrechnung. Aber das ist das letzte Gesetz, was man manchmal vergisst, wenn da einfach nur eine Strichrechnung ist. Also nur Plus und Minus oder auch einfach nur eine Punktrechnung mit Mal und geteilt, dann muss man wirklich ganz stumpf von links nach rechts. Wenn da nur Pluszeichen wären, wäre das egal, das wisst ihr, ne? Dann gilt das Kommutativgesetz. Aber wenn da Minus und Pluszeichen sind, dann muss man wirklich von links nach rechts rechnen und darf nicht zuerst das hier ausrechnen. An dieser Stelle wäre das gewesen, ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil man die Regel leicht vergisst. Ich schreibe die hier nochmal drunter. Also wenn keine Klammern da sind und keine Punkt- und Strichrechnung, ja, dann schreibt man ansonsten, wenn das alles hier gar nicht da ist, dann muss man von links nach rechts rechnen, wie beim Lesen. Ja. Vergisst man manchmal, muss man aber manchmal in Erinnerung behalten, wenn man sonst Fehler macht. Ja. Also zum Beispiel an dieser Stelle. Schön von links nach rechts. 100 minus 60 ist 40 und dann erst plus 156 und nicht erst das ausrechnen. Das heißt dieses von links nach rechts rechnen, wenn nur Striche da sind oder nur Punkte. Okay, gut. Also die Aufgabe E könnt ihr schon mal abhaken. Die habt ihr jetzt in diesem Beispiel, aber die anderen 7 bitte ich euch zu erledigen. Viel Erfolg dabei. Tschüss.